Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command Erster Weltkrieg, Mehrspieler gegen General Honigblume. Und er hatte geschrieben, dass die Mittelmächte diplomatisch auch komplett in Rumänien waren, genauso wie die Entente. Und ohne Italien und Serbien auf unserer Seite dürfte das ein knappes Rennen gewesen sein. Insofern Glück, dass wir jetzt mal den letzten Durchbruch da noch hatten, den wir gebraucht hatten. Auf der anderen Seite war es natürlich auch zuvor lange Pech, dass die auf 89% so lange stehen geblieben sind. Das Landungsboot wurde entdeckt. Aber immerhin dadurch konnte dem einen österreichischen großen Schiff noch Schaden zugefügt werden, als durch das U-Boot gefahren ist. So. Ach, jetzt will er unsere Einheit einkesseln? Bloß weil wir seine eben einkesseln wollten, oder will er ihn zerschlagen? Weil der zieht sich ganz ordentlich zurück. Vielleicht kriegt er keinen Kessel. Dann rücken wir wieder nach. Oh, die Österreicher haben hier eine Kanone. Und auch den Ort besetzt hier drüben, der sonst gerne reingelaufen wäre. Auch alles auf Warschau drauf geschossen, was da war anscheinend. Mit der Ort mal wieder den Besitzer wechselt. Und Rumänien ist dabei, sehr schön. Dann hätte der da oben sowieso gar nicht so recht eingekesselt werden können, wenn wir die jetzt mit dabei haben. Ja, schon ein bisschen was verloren. Rumänien ist dabei. Läuft schon, da kommt eine Verstärkungstruppe und okay, er hatte natürlich auch ein bisschen Zeit, sich hervorzubereiten. Hier schon überall seine Leute platziert. Wie gesagt, er kann ja nur notfalls auch nach Rumänien ausweichen. Aber fangen wir erstmal an. Ich weiß immer noch, ob hier massenhaft Zerstörer sind. Oder wieder nur Seeminen wie letztes Mal. Ja, wir haben ein paar größere Schiffe, die hier vielleicht dann doch mal was ausrichten können. Hier vorsichtig anfahren. Ja, der zieht ab und es ist fraglich, was dahinter ist. Das, ja, ist, okay, aber greift nicht an, weil es auch nur ein Zerstörer ist. Aber noch weiter weg mag ich jetzt langsam doch nicht mehr. Aber wenn die Zerstörer gerade beschäftigt sind, kann man ja mal wieder ein bisschen Stress machen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht direkt Seeminen legen. Oder noch kommen. Nein. Ah, und der nutzt den Angriff. Okay. Aber ja, beschäftigt die Zerstörer. Dann können die anderen einfach schon mal ein wenig Stress machen. So, der Kessel hier hat gehalten. Sehr schön. Aber jetzt haben die hier erstmal ja auch eine Mauer gebildet, wo man nicht durchkommt. Also du könntest vielleicht schon mal hier ran und dich verschanzen. Du deckst den Ort ab und du gehst schon mal hier rein und verschanzt. Nein, nicht. Verschanzen. So, und die hier schon verschanzt stehen, die müssen den bitte ausschalten. Danke. Ja, die anderen sich verschanzen. Und werde halber noch den Ort nehmen, das passt schon. Hier steht hier auch verschanzt. Ja, haben wir hier eine neue große Frontlinie. Unsere Kanone mit 2 Geschossen, den auf Verschanzung 5 ist ja nicht viel möglich. Aber spannend, wie weit man da laufen kann. Ach, schau mit 4. Fraglich, ob wir uns das jetzt zurückholen können. Müssen wohl eher auf Air-Munition warten. Und bis die Russen das mal haben, dauert das noch ein Weilchen. Und so aus, als ob es das Naheliegendste ist, wenn du dich hier erstmal verschanzt und wir dann so die Linie haben. Frag mich ja schon. Da oben. Wo dahinter ist. Da lohnt ein bisschen reinzulaufen. Da wäre ein Hauptquartier.
Eben ran. Ja gut, also einer käme ran. Aber der würde da wahrscheinlich recht schnell Probleme bekommen. Weil du musst dich jetzt nochmal einen nach Süden verschanzen. Also wäre wahrscheinlich besser, wenn wir zum Beispiel hier einfach ein wenig heilen. Bomber brauchen wir nicht so dringend. Und ihr einfach darauf wartet, wenn mehr Munition da ist, wenn sich Gelegenheiten ergeben. Hier eure Position halten. So, hier drüben. Kanone hat kein Ziel, weil sie die potenziellen Ziele einfach wegbewegt haben. Bauen wir erstmal hier ein bisschen die Fronten zusammen. Es liegt auch eine Artillerie da. Dann versuch du dich mal hier zu halten. Ja, ich glaube, die rumänischen Einheiten brauchen die erstmal, um das Ganze zusammenhalten zu können. Müsste eigentlich auch noch einer rein, aber genauso du dich auch hier unten verschanzen, damit der Ort nicht fällt. Nicht ganz da rein. Außer wir verlegen dich. Hier, da steht einer drin. Du bleibst sonst erstmal an dem Ort und beschützt den. Mal da reingehen. So, da könnte auch noch einer langlaufen. Das heißt, dieser Pfad hier müsste eigentlich auch noch beschützt werden. Und der, gut, der kommt hier nicht rum. 1, 2, 3. Da kommt er nicht rein, aber da könnte er reinhopsen. Das heißt, da muss eigentlich auch noch einer stehen. Ja, Achso, und ich habe mich schon gewundert, dass die rumänischen Orte alle auf 5 sind, obwohl wir hier doch Verbindungen haben zu Major Capitals und alles. Aber das, der Ort hier, da läuft nebenbei die Eisenbahn durch. Kriegst du mal dein Upgrade, dann könnt ihr den nachher bekämpfen. So, du könntest dir natürlich auch noch ein bisschen laufen und aus Rumänien so minder versorgt werden. Vorne hin, ich meine ja, ein Haku hat sich hier unten hin zurückgezogen, genau. Auch dem einfach mal weiter Stress. Ihr könnt euch auch mal umschauen. Ich meine, das hier ist nur eine Abteilung. Du kannst einfach, selbst wenn der gekesselt werden würde, wäre nicht zu tragisch. Du erreichen kannst und ihr könnt vielleicht auf den Reiter losgehen. Steht er da zwar unverschanzt und der in einem falschen Schützengraben, aber ich glaube, wir können uns das schon leisten und zusehen, hier offensiv nachzurücken. Du könnte man auch mal heilen und wenn du einen Moment hast, dir die Infanteriewaffen geben. Haben die Russen zwar inzwischen schon länger, aber die sind hier alle entweder an der Front oder stark mit Kämpfen beschäftigt. Es wird noch ein Weilchen dauern, bis die alle das vernünftig haben. Vorne sind auch nicht gerade toll versorgt. Na gut, ihr belagert den noch fertig, dann wird das schon. Da kann auch einer raus, beziehungsweise wenn du nur mit Luft hast, kannst du auch mal die Waffen kriegen und du auch. Und irgendwann schieben wir hier dann eine Abteilung rein. Sevastopol. Schicken den anderen raus. Ihr haltet hier einfach weiter eure Position. Aber bisher nicht viel los. Dann sind wir hier drüben. 2 Geschosse auf Verschanzung 3. Ja, wir schauen einfach mal. Zu 2. Nicht so das spektakulärste. Können wir euch hier schon mal reden weiter? Oder ein wenig heilen. Die Briten hatten demnächst dann auch die Artilleriewaffen. Sehr schön. Da irgendwo ein U-Boot, aber das interessiert mich weniger. Hier war irgendwo ein österreichisches großes Schiff.
Ist im Hafen. Okay. War da aber noch ein osmanisches großes Schiff. Aha, den könnten wir aus. Ja, doch, das U-Boot kann noch ausweichen. Okay, es ist ein leichter Kreuzer, jetzt nicht so die super Definition von großes Schiff. Naja, immerhin ist es jetzt ja dran. Na gut, durch ihn durchzufahren ist trotzdem noch ungesund. Immerhin mal einer weniger. So, die Griechen, du wirst Thessaloniki bis zum Letzten verteidigen. Machen wir mal voll und ansonsten könnt ihr hier auch schon mal ein bisschen Infanteriewaffen kriegen. Ist bei euch, wo es gerade passt, auf dass ihr noch ein bisschen stärker werdet. Dann angeblich da ganz draußen haben wir ein deutsches U-Boot. Aber sehen tun wir eins, das hier sehr, sehr nah dran ist. Dann jo, sollten wir doch auf den zuerst mal gehen. Schaut mal, ob ihr den könnt. Hier ist, wenn wir ihn so ein wenig umstellen, dass nicht sowas rauskommt, wäre schön, hier mal einen endgültig versenken zu können. Hier noch umschauen. Das ist ruhig so hier. Traditionell dieses Schiff, dass sich das anguckt. Geradezu. Aber das sieht eigentlich ruhig aus. Tja. Torpedoboot kann er noch ein bisschen mitgucken, weil der kommt nicht weit. Dann haben wir gesehen, dass da draußen einer sein soll. Ja, liebe Schiffe, das heißt, wir fahren mal ein Stück. Gut. Oh, der ist natürlich gerade geflogen. Dann nächste Frage, haben wir hier oben noch einen? Schlechtes Wetter bedauerlicherweise. Denken wir dem kaum Schaden zufügen werden. Obwohl die mit Upgrade, die machen einen. Oder die mit Upgrade, die halbwegs fit sind. Naja, wie weit war. Achso, U-Boot-Jagd 2 bei den Briten durch, aber die meisten Jäger haben gerade zu tun. Wir können später mal noch das Upgrade erhalten. Das Motortorpedoboot ist natürlich auch noch da. Wo einen Schaden macht. So, dahinter ist frei. Wie sieht es hier vorne aus? Sieht auch frei aus. Die Schiffe besetzen das noch. Das sollte soweit passen. Das, ach ja, und das Landungsboot. Uns eigentlich weiter hier schauen. Gab hier schon lustige Landungen im Spiel. Einen nach Königsberg, einen nach Sevastopol. Mal sehen, ob wir nach Wilhelmshaven kommen. Wäre irgendwie nicht interessant. So, und dann hier drüben nochmal, ich glaube, ich habe letztes Mal einen Aufklärungsbomber übersehen, der schon fertig war. Hier einen Franzosen. Da einen Franzosen und da einen Briten. Okay, das heißt, wir haben drei. Die Kanone hatten schon mal gar nichts zum Schießen, weil das Feld nicht neu besetzt wurde. Du kannst schießen, du kannst schießen. Du kannst auch nicht schießen, weil... Ja, das heißt im Prinzip, für alle, die schießen können, haben wir einen Aufklärungsbomber. Auf den schießen. Schaden erleiden. Sonst flieg auf den, weil da willst du keinen Schaden erleiden.
Also prognostiziert kann natürlich immer noch was ausfallen. Gut. Dann gehen wir hier mal wieder durch. Da schon ein 2-2. Der Gebirgsjäger kann hier mal hier aufs Gebirgsfeld. Leider noch nicht viel machen, aber vielleicht kommt er ja schon mit den 2-2s durch. Großes vielleicht, sagen wir es so. Und man darf nochmal eins zur Seite. Dann versuchen wir nochmal die anderen Einheiten. Zieht sich zurück. Das ist sehr in Ordnung, weil wir dann nachsetzen können und zum Beispiel den aushauen. Noch da rein. Aber der Reiter könnte auch rein. Und vor allem der Reiter hat ja noch seinen Angriff. Mal sehen, auf wen wir gehen. Vielleicht mal entscheiden, wenn wir hier attackiert haben und wenn hier von dem noch übrig ist. Seite. Kriegen wir doch noch jemanden rein, sehr schön. Alter auch, aber ich denke, der leicht angeschlagene Infanterist wäre trotzdem stärker. Ich würde natürlich einfach mal versuchen, hier alles nur Abteilung, aber seinen Aufklärungsbomber rauszunehmen. Ah ja, Kontrollzone, deswegen kommt er leider nicht in die Stadt. Also gehofft, aber nein. Auch mit Kontrollzone, du auch. Ich will den bezwingen, damit hier die Kontrollzone nicht zu sehr im Weg wäre. Also du brauchst drei Felder da rein, ja, und ich glaube, dieses Chor ist das Problem. Das macht da eine Kontrollzone, da eine Kontrollzone. Gegen den können wir jetzt nichts mehr ausrichten. Nebenbei, die Artillerie soll natürlich hier auch weiter. Kannst du im nächsten Zug den ausschießen? So, der nächste, der schießen konnte, war hier drüben. Treffer. Dann gehen wir nach hinten und das andere nach vorne. Die beiden Reihen stehen zum Teil unverschanzt. Da könnt ihr eigentlich auch schon mal mit voller Wucht draufhauen. Und ich denke, wir haben jetzt einfach mehr Masse über der Gegner. Aber natürlich nur draufhauen, wenn es sich lohnt. Und das lohnt sich hier dezent nicht. Kannst du dich auch erstmal verschanzen. Noch ganz viele kaputte Einheiten in der zweiten Reihe. Gesunde Einheiten, die hier wieder mit nach vorne können. Gut, das wäre das. Dann haben wir hier noch einen, der schießen kann. Wenn wir den gut überwinden, können wir danach vielleicht die Artillerie kaputt machen. Auch hier oben noch ein bisschen weiter rauflaufen. Und du? Wenn du mal das Sakuk einmal einen Schritt zur Seite machen. Mal rein. So, dann hoffe ich jetzt nämlich, dass der Marineinfanterist noch rankommt. Der aber hat nicht mehr die Bewegungspunkte, danach noch rauszugehen. Sonst hast du doch hier den besseren Wert. Zieht sich auch leider nicht zurück oder so. Schade. Naja. Könntest du dir einfach ein bisschen Stress machen. Zum Beispiel das Zeppelin angreifen. Aber jetzt ist die Frage, haben wir genügend Einheiten, um damit hinterherzuziehen? Das irgendwie decken könnten. Sonst ist man da ganz schnell eingekesselt. Aber sonst lauft ihr mal darauf und schaut, ob das klappt. Ansonsten da rein. Du gehst da rein.
Infanteriewaffen wären zwar auch nicht schlecht, die alle auszugeben mal. Aber das wird schon... Wir hatten gar keine neuen Einheiten im Zug. Hier noch eine Artillerie, die prinzipiell, naja, bringen wir dann per Bahn hier irgendwo in Position. Hier steht da gut, das läuft alles, würde ich sagen. Sieht auch gut aus. Da gibt es diplomatisch eigentlich noch jemanden spannenden? Da nicht so, USA auch zu lange, Niederlande. Na gut, Portugal würde man bald kriegen, aber naja. Bringt auch keinen so großen Unterschied. Wir könnten natürlich versuchen, voll auf die Niederlande zu gehen, um hier einfach noch auch ein paar MPP rauszunehmen, falls noch ein bisschen länger dauert, falls die Deutschen das noch irgendwie stabilisiert kriegen. Ich meine, aber eigentlich gehen wir ja ins Jahr rein, das Wetter wird gut sein, werden in den meisten Zügen ordentlich vorankommen und brauchen viel Munition. Rosenach, den hatten den Panzerkrieg, den ersten. Macht ihr den mal weiter? Bei den Russen. Nach Führung und Kontrolle. Zieht das auch mal durch. Wie eure Kampfkraft. USA soll Industrie weiterziehen. Italien hat nicht viel weiter. Ich meine, sonst, wer es jetzt noch übrig ist. Wir haben gerade eine Menge Einheiten. Versucht sonst auch mal hier auf die Niederlande zu gehen. So, und was ihr jetzt noch habt in Frankreich. Und spart sonst einfach darauf, noch weitere Chor zurückzukaufen. Das passt schon. Ja. Ist doch eigentlich ganz gut aus. Naja, gut, vielleicht werden sie Thessaloniki erobern. Ich denke, der Rest nach Griechenland ist schon gedeckt. Und vielleicht werden sie hier ein paar Schritte machen. Aber wir sind den bald los, dann ist irgendwann, wenn die Eisenbahn sich erholt hat, hier die Versorgung besser. Dürfte hier alles gehen. Und hier geht es ja immer weiter. Voran in sehr schönem Tempo, das bricht hier auseinander. Schauen wir mal, ob die Deutschen das noch irgendwie stabilisiert kriegen oder nicht. Außen erobert noch mal ein bisschen was Schönes für die Moral. Weil Rumänien dabei ist, auch was für die russische Moral. Und die Franzosen können gerne die rumänischen Streitkräfte unterstützen. Geld haben sie ja nun wahrlich genügend. Bringen wir noch mal einen Chor, einen Aufklärungsbomber. Naja, immerhin. Irischer Musteraufstand. Wenig Ärger. Historische Ereignisse und da haben wir die Artilleriewaffen 2, sehr schön. Spionage und Aufklärung, auch gut. Ja, Frankreichs Industrie, die haben ja noch nicht genügend Punkte. Frischer Grabenkrieg. Ja, ohne die Militärhilfe wären sie jetzt schon bei über 600. Das läuft, würde ich sagen. Und da ist wohl ein U-Boot auf der Kanada-Linie. Aber das werden wir schon kriegen. Restlichen Zahlen ganz gut. Dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann.